Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. In Zusammenarbeit mit Bitterliebe habe ich heute einen super, super leckeren Salat für euch. Ich werde euch heute diesen super leckeren Auberginensalat zeigen. Der Salat ist nicht nur lecker, sondern auch super gesund. Für den Salat habe ich heute bestimmte Gemüsesorten ausgesucht, die Bitterstoffe enthalten, weil Bitterstoffe für unser Wohlbefinden und für die Gesundheit wirklich sehr, sehr wichtig sind. Die schützen uns, also dieser bittere Geschmack schützt uns gegen viele Krankheiten. Deswegen habe ich mir besondere Gemüsesorten jetzt im Supermarkt gekauft, die wirklich auch Bitterstoffe enthalten oder aber auch enthalten sollten. Es gibt wirklich so viele Gemüsesorten, die Bitterstoffe enthalten, wie Rosenkohl, Löwenzahn. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Ich hatte euch mal ein Rezept mit Löwenzahn gezeigt. Das kann man aber auch roh als Salat essen. Radicchio. Und das ist Kressekraut. Also bei uns ist das Terreotto, ich habe das einfach übersetzt und da ist Kressekraut rausgekommen. Das ist auch richtig super lecker und Auberginen natürlich. Und es gibt wirklich so viele Gemüsesorten, die ich euch eigentlich nicht aufzählen kann. Bitterstoffe tun unserem Körper sehr viel Gutes. Sie helfen, Nährstoffe besser aufzunehmen, unterstützen beim Entgiften des Körpers und können sogar die Lust auf Süßes vermindern. Aus Geschmacksgründen wurden viele bitterschmeckende Gemüsesorten umgezüchtet. Deswegen schmecken diese Gemüsesorten nicht mehr so bitter wie früher, was ich eigentlich richtig schade finde. Denn ich mag sehr, sehr gerne Rucola essen und in Rucola sind auch Bitterstoffe. Und ich merke immer wieder, dass das früher viel intensiver war und viel besser geschmeckt hat. Und das merke ich auch, wenn ich in der Türkei bin. Die schmecken in der Türkei wirklich viel, viel bitterer. Deswegen möchte ich euch heute die Produkte von Bitterliebe zeigen. Es gibt viele, die diese Gemüsesorten nicht gerne essen oder auch nicht finden können, weil die gibt es nicht in jedem Supermarkt. Ich musste auch richtig suchen. Wenn ihr das alles nicht finden könnt oder dieses bittere Geschmack nicht essen mögt, dann könnt ihr natürlich als Nahrungszusatz euch die Bitterstoffe nehmen. Bei Bitterliebe gibt es Tropfen, die könnt ihr einfach täglich nehmen oder aber auch Kapseln, die kann man auch täglich nehmen. Aber ich bin kein Mensch, der gerne Tropfen oder Kapseln nimmt. Ich ernähre mich lieber anders. Es gibt nämlich so ein Pulver, das könnt ihr einfach in Salatdressing hineinmischen und das merkt keiner in der Familie. Und ihr könnt das auch in einige Gerichte mit hineingeben. Es gibt auch wirklich viele Rezepte im Shop. Schaut einfach mal bei Bitterliebe vorbei. Jetzt zeige ich euch erstmal das Rezept. Ich habe jetzt zwei Auberginen. Die Auberginen habe ich schon gewaschen und die werde ich gar nicht erst schälen und in dünne Scheiben schneiden. Also früher hatten wir Auberginen immer in Salzwasser eingelegt, damit das bittere Geschmack rausgeht. Aber ich habe dann einen Bericht gelesen, dass man das nicht machen soll. Gerade die Bitterstoffe sind sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Deswegen mache ich das gar nicht mehr. Ich werde die Auberginen jetzt einfach so in Scheiben schneiden, in ein bisschen längliche Scheiben schneiden. Und dann werde ich die mit Ölmarinade bestreichen. Die Auberginen mit einer Ölmarinade bestreichen. Für die Ölmarinade habe ich einfach Olivenöl genommen, 2 Zehen Knoblauch hineingerieben, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver habe ich hineingegeben und ein bisschen Oregano. Ihr könnt auch Thymian hineingeben, eben einfach eure Lieblingsgewürze. Ich werde jetzt die Auberginen mit ganz wenig Fett in eine Gusseisenpfanne frittieren. Ihr könnt aber auch das im Toaster machen oder aber auch im Sommer grillen. Also das duftet so richtig hier bei mir.
So, die Auberginen sind frittiert und ich habe mein Gemüse schon gewaschen. Ich habe von dem Löwenzahn und Kressekraut einfach die Blätter genommen. Die Wurzel werde ich natürlich nicht wegschmeißen, die werde ich anderweitig kochen. Das wird alles einfach klein geschnitten. Ich werde jetzt für meinen Salat eine leckere Marinade vorbereiten. Dafür habe ich so ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl. Saft einer ganzen Zitrone habe ich genommen, ihr könnt mehr oder weniger nehmen. Ich habe ein bisschen Tomatenflocken genommen, könnt ihr auslassen, wenn ihr die nicht findet. Dann habe ich Salz, bisschen Chili-Pulver, Pfeffer und dann habe ich Bitterliebe-Pulver. Das kann man einfach für Salate nehmen. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt und dann gebe ich einen Teelöffel Bitterliebe-Pulver hinein. Ihr müsst einfach mal gucken, auf der Verpackung steht auch, wie viel ihr nehmen dürft. Bevor ich das Ganze vorbereite, werde ich mir aber einen leckeren Tee vorbereiten. Es gibt auch Tee von Bitterliebe. Ich liebe Tee. Wir sind ja jetzt wirklich verwöhnt. Wir kennen nur noch süß, sauer und salzig. Die bitteren Geschmäcker sind ganz raus aus unserem Leben. Aber da ich das sehr, sehr gerne esse und auch trinke, mache ich natürlich auch viel Tee. Wie gesagt, es gibt auch eine Teemischung, sogar mehrere Teemischungen von Bitterliebe. Ich habe mir jetzt diesen genommen. Ich werde einfach 2 Teelöffel Tee in meine Kanne hineingeben und werde das dann mit Heißwasser übergießen und lasse es dann 10 Minuten ziehen. In der Zeit kann ich dann meine Sachen vorbereiten. Wie gesagt, ich liebe Tee. Egal welche Sorte, ich mag auch gerne Kräutertee. Ich werde das jetzt einfach beiseite stellen und den Tee ziehen lassen. Wie gesagt, die ganzen Sachen werden einfach miteinander vermischt für die Marinade und ich gebe dann einen Teelöffel Bitterliebe-Pulver hinein. Wie ihr alle wisst, ich liebe ja Salat und Grünsalat ist sowieso mein Favorit. Außerdem sind die Produkte von Bitterliebe erstens vegan. Jetzt, genau. So, ein Teelöffel gebe ich dann hinein. Wie gesagt, also es ist vegan, glutenfrei, laktosefrei. Das wird in Deutschland hergestellt. Das sind alles Naturprodukte, natürliche Kräuter. Das wird alles aus natürlichen Kräutern hergestellt. Der Dressing ist fertig. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die Produkte von Bitterliebe enthalten überhaupt kein Gelatin. Weil ich weiß, dass viele von euch kein Gelatin essen. So, jetzt werde ich erstmal mein Gemüse klein schneiden. Und es gibt auch noch eine Rabattaktion. Ihr bekommt 10% Rabatt, wenn ihr jetzt bestellt mit dem Rabattcode MEINERezepte10. Und dann schneide ich auch Radicchio klein. Oh, ich liebe Radicchio im Salat. Wird das auch so ausgesprochen? Radicchio oder Radicchio? Und gebe den Salatdressing. Wer möchte, kann natürlich auch Zwiebeln hineinschneiden. Da würde ich natürlich rote Zwiebeln nehmen. Mache ich auch gleich, habe ich vergessen. So, ihr Lieben, ich werde den Salat jetzt anrichten. Ich habe so einen Servierteller. Die Auberginen, die werde ich dann einfach an die Kanten platzieren. So, der Salat kommt dann einfach in die Mitte. Ich werde euch dann auch den Link von dem Shop in die Infobox hinzufügen. Jetzt gebe ich ein bisschen Dressing darüber
und dann ein bisschen Schafskäse. Also wie gesagt, das kann sich jeder nach Geschmack selber variieren. Also ich gebe dann noch ein bisschen Schafskäse an die Seiten. Und ein bisschen Walnüsse. So, fertig ist mein Salat. Wie gesagt, das ist mein eigenes Rezept und das sieht richtig super, super lecker aus. So ihr Lieben, das war es dann auch heute von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Alle Informationen für Bitterliebe findet ihr in der Infobox. Ich werde euch auch den Shop verlinken, falls ihr bestellen möchtet. Wie gesagt, es gibt auch einen Rabatt von 10% mit dem Rabattcode meinerezepte10. So, dann sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Video. Sowas von lecker. Also das ist genau nach meinem Geschmack. Lecker.